Hallo und Servus. Heute pflanzen wir zusammen eine Forsythie. Die Forsythie haben wir aus der Baumschule geholt und so schaut es dann aus. Hier ist mit Ballen, die gibt es aber auch im Container, im Plastiktopf. Wichtig fürs Loch ist, das Loch muss 1,5-mal so groß im Durchmesser und 1,5-mal so tief wie die Höhe des Ballens sein. Gut, dann machen wir mal das Pflanzloch. Wenn wir das Pflanzloch ausgehoben haben, können wir die Pflanze ins Loch stellen. Achtung! Wenn wir die Pflanze ins Loch stellen, vorsichtig und langsam und nicht reinplumpsen lassen. Das tut nur den Ballen nicht gut. Wenn wir die Pflanze drin stehen haben, schneiden wir sie einmal auf, um zu sehen, wo die schöne Seite ist und die etwas schlechtere Seite. Gut, jetzt entscheiden wir, wo die schöne Seite hinschauen soll. Am besten ist immer, wenn die schöne Seite des Strauchs immer zu Ihnen auf die Terrasse oder wo Sie was davon sehen hinschaut. In dem Fall müssen wir einmal den ganzen Strauch drehen. Nachdem wir den Strauch ausgerichtet haben mit der schönen Seite zu uns, füllen wir einmal das Pflanzloch wieder auf, etwa bis zur Hälfte vom Ballen. Dann dreht man einmal leicht fest und richten ihn aus, dass er senkrecht steht. Wenn wir das gemacht haben, schneiden wir das Ballentuch auf. Das Ballentuch ist hier um den Ballen drumherum. Und wir müssen schauen, dass wir einmal die ganzen Knoten hier um den Wurzelhals einmal aufschneiden. Einfach ein bisschen zur Seite legen. Fertig. Gut. Dann können wir den Ballen einmal verfüllen bis Oberkante und einen Gießrand machen. Wieder leicht festtreten, was wir eingefüllt haben. Und was es noch zu beachten gibt, ist, wir pflanzen die Pflanze etwa auf die gleiche Höhe, wie es aus der Baumschule kommt. Hier sieht man, hier ist der Ballen, so wie es aus der Baumschule ist. Und auf die Höhe pflanzen wir den Strauch. Tendenziell eher höher als wie zu niedrig. Okay, dann noch den Gießrand um den Strauch herum. Den Gießrand brauchen wir, um ihn einzuwässern und auch übers Jahr weiterhin zu wässern und dass das Wasser an der Stelle bleibt, wo wir es auch brauchen. Der Gießrand sollte breiter sein als der Ballen selber. Hier sieht man, hier ist der Ballen und in dem Bereich kann das Wasser versickern, dort wo wir brauchen. Mit der leichten Erhöhung außenrum und so bleibt das Wasser dort, wo wir es brauchen. Gut, wenn wir es gepflanzt haben und den Gießrand fertig haben, geht es zum Pflanzschnitt. Den Pflanzschnitt müssen wir deswegen machen, damit die Pflanze sich einfach leichter tut beim Einwachsen. Störende Äste nehmen wir raus und wir kürzen den ganzen Strauch ein bisschen ein. Okay, wenn wir den Pflanzschnitt gemacht haben, können wir eingießen. Beim Strauch der Größe kann man gut 2 Gießkannen à 10 Liter nehmen zum Eingießen. Im weiteren Verlauf des Jahres einfach alle 1,5 bis 2 Wochen immer wieder 2 Gießkannen Wasser geben. Und so wird der Strauch schön groß und kräftig. Gut, das war's auch schon. Schon sind wir fertig und haben einen Strauch gepflanzt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen habt, einfach unten in die Kommentarzeile reinschreiben. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Adios!